Warum die Kommunikation mit unseren Kindern fehlschlägt, ist, weil wir nie gelernt haben, richtig zu kommunizieren. Hi, mein Name ist Lukas, ich bin angehender Erziehungs- und Bildungswissenschaftler und arbeite nebenbei als Erzieher in der altersübergreifenden Kita. Was ich ganz oft erlebe, ist, dass Eltern in einen Machtkampf reinrutschen, dass sie eine Meinung haben und die vertreten wollen. Ich setze eine Grenze und da muss das Kind auch hören. Und das Kind ist dann vielleicht trotzig, ist sauer und schlägt dagegen, ist sehr emotional. Und man wird nur noch wütender, man wird nur noch autoritärer, man sagt, nein, es reicht jetzt, stopp. Aber was wir brauchen und was wir nie gelernt haben, ist eine gewaltfreie Kommunikation. Ein Schritt zu den Kindern hin. Und genau deshalb stelle ich euch heute die Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg vor. Die GFK, also die gewaltfreie Kommunikation, besteht aus 4 Schritten. Schritt 1, Beobachtung. Schritt 2, Gefühle. Schritt 3, Bedürfnisse. Und der letzte Schritt, Bitten. Bevor wir aber jetzt in den einzelnen Schritten reintauchen, hier so ein kleines Beispiel. Stell dir vor, du bist zu Hause und dein Kind sollte das Zimmer aufräumen. Du kommst rein und es ist immer noch total unordentlich. Und du sagst, hey, hier sieht's ja aus wie Hempels unterm Sofa. Du sollst jetzt aufräumen. Du räumst nie auf. Du hörst nie, was ich sage. Was schafft das? Das schafft nicht nur offene Kommunikation, sondern dein Kind wird in die Defensive gehen. Wird vielleicht selber emotional, wird selber wütend. Und jetzt versuchen wir das mal mit der GFK, mit der gewaltfreien Kommunikation, mit dem ersten Schritt Beobachtung. In der Beobachtung schaust du neutral auf die Sache. Ohne Gefühle, ohne Bewertung. Einfach nur so, wie es gerade ist. Oh, ich sehe, du hast noch nicht aufgeräumt. Und dann gehen wir ins Gefühl. Wir reden von unserem Gefühl. Das macht mich irgendwie wütend, weil ich das Gefühl habe, du hörst nicht auf mich. Und dann redest du von dem Bedürfnis. Ich habe ein Bedürfnis nach Ordnung und Sauberkeit. Ich bin echt immer genervt, alles alleine aufzuräumen und du räumst nie mit auf. Und dann kommst du zur Bitte. Könntest du dein Zimmer bitte aufräumen? Ende. Was vielleicht auch noch wichtig zu sagen ist, man sollte auch auf die Bedürfnisse und die Gefühle deines Gegenübers zu gucken, also auf dein Kind. Warum räumt das Kind gerade nicht auf? Was könnte dem Kind vielleicht fehlen? Braucht es vielleicht auch den ersten Schritt? Braucht es vielleicht Hilfe beim Aufräumen, weil es noch zu klein ist? Geh in die Kommunikation mit deinem Kind, aber ohne dein Kind anzumeckern. Ja, und das war's auch schon mit der gewaltfreien Kommunikation. Diese 4 Schritte sind halt quasi die Grundsteine dafür. Wir beobachten die Situation, wir reden über unsere Gefühle, wir reden über unser Bedürfnis und wir bitten die andere Person. Das ist die gewaltfreie Kommunikation. Und das hört sich natürlich total simpel an, ist aber in der Umsetzung extrem schwierig. Ihr müsst euch vorstellen, die ganze Zeit haben wir falsch kommuniziert. Und das ist jetzt erstmal total schwer rauszubekommen. Wir müssen also lernen, ja, wieder, wie es laufen lernen, müssen wir anfangen wieder zu lernen, richtig zu kommunizieren. Und deshalb macht euch kleine Schritte. Versucht jetzt nicht alle Schritte gleich umzusetzen, also Beobachtung, Gefühle, Bedürfnisse und dann noch zu bitten, gleich alles auf einmal zu packen, sondern kleine Schritte zu machen. Versucht das Beobachten zu lernen. Versucht über eure Gefühle zu sprechen. All das bringt euch zu der gewaltfreien Kommunikation. Und das war's auch mit dem Video. Wenn ihr aber mehr sehen wollt, gerne abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Es kommt jetzt auch immer ein bisschen mehr. Ich habe jetzt lange Zeit nichts bei YouTube gemacht, sondern war nur bei TikTok. Aber wie gesagt, gerne abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.